Das Leben und das traurige Ende von Telly Savalas. Aristoteles Savalas wurde am 21. Januar 1922 in Garden City, New York, als zweites von fünf Kindern der ethnischen griechischen Eltern Christina, einer aus Sparta stammenden Künstlerin, und Nick Savalas, einem Restaurantbesitzer, geboren. Seine Großeltern väterlicherseits stammten aus dem griechischen Dorf Ierakas. Savalas und sein Bruder Gus verkauften Zeitungen und polierte Schuhe, um die Familie zu ernähren. Savalas sprach zunächst nur Griechisch, als er in die Grundschule kam, lernte aber später Englisch. Er besuchte die Cobbett Junior High School in Lynn, Massachusetts. Dort gewann er 1934 eine Buchstabierbiene. Aus Versehen erhielt er seinen Preis erst 1991, als ihn der Schuldirektor und der Boston Herald ihn verliehen. Savalas machte 1940 seinen Abschluss an der Sevenhaker High School in Floral Park, New York. Als renommierter Schwimmer arbeitete er nach dem Abitur als Bademeister am Strand. Bei einer Gelegenheit gelang es ihm jedoch nicht, einen Vater vor dem Ertrinken zu retten. Als er eine Wiederbelebung versuchte, standen die beiden Kinder des Mannes in der Nähe und weinten, um ihren Vater aufzuwecken. Dies beeinflusste Savalas so sehr, dass er den Rest seines Lebens damit verbrachte, sich ständig für die Sicherheit des Wassers einzusetzen, und später alle seine sechs Kinder dazu brachten, Schwimmunterricht zu nehmen. 1941 wurde Savalas zur US-Armee eingezogen. Von 1941 bis 1943 diente Savalas in der Company C, 12th Medical Training Battalion, 4th Medical Training Regiment in Camp Pickett, Virginia. 1943 wurde er nach einem Autounfall im Rang eines Gefreiten aus dem Heer entlassen. Savalas verbrachte mehr als ein Jahr im Krankenhaus mit einem Beckenbruch, einem verstauchten Knöchel und einer Gehirnerschütterung. Anschließend besuchte er das Institut der Bundeswehr, wo er Radio- und Fernsehproduktion studierte. Er erhielt 1946 einen Bachelorabschluss in Psychologie von der Columbia School of General Studies und begann während der Vorbereitung auf das Medizinstudium an einem Masterabschluss zu arbeiten. In den 1950er Jahren sammelte er Erfahrungen in der Produktion, als er die Serie Your Voice of America moderierte, eine ABC-Radiosendung. Die Show erregte große Aufmerksamkeit und danach wurde er als ausführender Produzent für die Show Telly's Coffee House verpflichtet. 1959 machte er seine erste Schauspielpause in And Bring Home a Baby, einer Episode von Armstrong Circle Theater, die im CBS Network lief. Von 1959 bis 1967 hatte er mehrere Gastauftritte in Naked City, The Elephant Hour, The Untouchables, The Fugitive, Breaking Point, Bonanza, The Man from U.N.C.L.E. und Das FBI. Er spielte die Rolle des Bruder Hendrickson in 77 Sunset Strip, einer Privatdetektivserie und trat auch in Acapulco, einer NBC-Abenteuerserie, auf. 1961 wurde er als Detective Gunderson in The Young Savages besetzt, einem Krimifilm von John Frankenheimer. Im folgenden Jahr erhielt er eine Oscar-Nominierung für seine Rolle als Sadist Feto Gomez in Birdman of Alcatraz. Für die Rolle des Pontius Pilate in dem amerikanischen Film The Greatest Story Ever Told von 1965 unter der Regie von George Stevens wurde er Karl. 1967 spielte er in The Dirty Dozen, einem Kriegsfilm, in dem er die Rolle des Archer J. Maggot, eines religiösen und grausamen Sträflings, spielte. Im folgenden Jahr spielte er an der Seite von Burt Lancaster in The Scalp Hunters, einem Film über Rassismus während der Bürgerrechtsbewegung. 1969 spielte er die Rolle des Bösewichts Ernst Stavro Blofeld im James-Bond-Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Er trat auch an der Seite von Clint Eastwood in Kelly Heroes auf, einer Kriegskomödie aus dem Jahr 1970 über eine Gruppe von Soldaten des Zweiten Weltkriegs unter der Regie von Brian G. Hutton.
Als Schauspieler erhielt er große Anerkennung und Berühmtheit, nachdem er die Hauptrolle in dem CBS-Fernsehfilm The Marcus Nelson Mursas spielte. 1973 spielte er die Titelrolle eines kahlköpfigen New Yorker Polizeidetektivs, Theo Kojak, in der CBS-Fernsehserie Kojak. Seine Spoken-Word-Version von Brett's If war 1975 10 Wochen lang die Nummer 1 in Europa. 1980 spielte er in dem Fernsehfilm Alcatraz, The Whole Shocking Story mit. Im selben Jahr nahm er Some Broken Hearts Never Mind auf, das in diesem Jahr die Billboard-Charts anführte. 1990 trat er in der TV-Adaption von Kojak mit dem Titel Kojak, It's Always Something auf. Zavalas war dreimal verheiratet. 1948 nach dem Tod seines Vaters an Blasenkrebs, heiratete Zavalas seine College-Freundin Catherine Nikolaides. Tochter Christina, benannt nach seiner Mutter, wurde 1950 geboren. 1957 reichte Catherine die Scheidung ein. Sie drängte ihn, noch im selben Jahr in das Haus seiner Mutter zurückzukehren. Während Zavalas pleite ging, gründete er in seiner Heimat Garden City das Garden City Theater Center. Dort lernte er Marilyn Gardner, eine Theaterlehrerin, kennen. Sie heirateten 1960. Marilyn brachte 1961 ihre Tochter Penelope zur Welt. Eine zweite Tochter, Candace, wurde 1963 geboren. Sie ließen sich 1974 nach langer Trennung scheiden. Im Januar 1969 lernte Zavalas während der Arbeit an dem Film im Geheimdienst ihrer Majestät die Schauspielerin Sally Adams kennen. Eine 25 Jahre jüngere Schauspielerin, deren Tochter aus einer früheren Beziehung Nicolette Sheridan ist. Zavalas zog später bei Sally ein, die am 24. Februar 1973 ihren Sohn Nicolas Zavalas zur Welt brachte. Obwohl Zavalas und Sally Adams nie rechtmäßig geheiratet haben, hieß sie Sally Zavalas. Im Dezember 1978 hörten sie auf, zusammenzuleben. 1980 reichte sie eine Palimony-Klage gegen ihn ein und forderte nicht nur Unterstützung für sich und ihren Sohn, sondern auch für Nicolette. 1977 während der letzten Saison von Kojak, traf Zavalas Julie Hofland, eine Reisebüromitarbeiterin aus Minnesota. Das Paar war von 1984 bis zu seinem Tod verheiratet und hatte zwei Kinder. Christian, einen Unternehmer, Sänger und Songwriter, und Ariana, eine Schauspielerin und Singer-Songwriterin. Zavalas war eng mit dem Schauspieler John Aniston befreundet und war Pate seiner Tochter Jennifer, einer erfolgreichen Fernseh- und Filmschauspielerin. Zavalas hatte eine geringfügige körperliche Behinderung, da sein linker Zeigefinger deformiert war. Diese deformierte Ziffer wurde oft auf dem Bildschirm angezeigt. Die Kojak-Episode Conspiracy of Fear, in der eine Nahaufnahme von Zavalas, die das Kinn in der Hand hält, deutlich den permanent gebogenen Finger zeigt. Zavalas starb am 22. Januar 1994, einen Tag nach seinem 72. Geburtstag, an den Folgen von Blasen- und Prostatakrebs im Sheraton Universal Hotel in Universal City, Kalifornien. Er hatte 20 Jahre lang im Sheraton in Universal City gelebt und war so zu einem festen Bestandteil der Hotelbar geworden, dass sie in Telly umbenannt wurde. Zavalas wurde im George Washington-Schnitt des Forest Lawn, Hollywood Hills Cemetery in Los Angeles, Kalifornien, beigesetzt. An der Beerdigung, die in der griechisch-orthodoxen Kirche St. Sophia stattfand, nahmen seine dritte Frau Julie und sein Bruder Gus teil.